Hallo und willkommen bei Denkreisen. Im 16. Jahrhundert, also jener Zeit, die wir heute Renaissance nennen, fand in Münster der kurze Aufstieg einer Sekte, einer sogenannten Täuferbewegung statt, welche die Reformationsideen aufgegriffen und sie zu einer regional einmaligen Gesellschaftsform umwandelte. Sie selbst nannten es das Neue Jerusalem oder das Königreich Zion. Der Kult fand bei der Bevölkerung von Münster ein gemischtes Echo. Manche waren begeistert, andere waren entsetzt. Die neuen Stadtherren beriefen sich auf Gott und die Bibel und riefen eine patriarchale Polygamie aus. Jeder Mann hatte Anspruch auf mehrere Ehefrauen. Frauen, die sich Männern verweigerten, wurden hart bestraft oder auch exekutiert. Wir erleben ja gegenwärtig die Entstehung eines Gottesstaats. Nein, ich meine nicht die USA, auch wenn ich verstehe, woher dieser Gedanke kommt. Ich rede von Daesh, dem islamischen Kalifat in der Levante, respektive im Grenzgebiet von Irak und Syrien, das in der Zeitung meistens IS oder ISIS genannt wird. Und vieles an den Neuigkeiten, die da unsere westlichen Medien erreichen, klingt so seltsam vertraut für mich. Und so stellte ich mir eben die Frage, ob man zwischen gewissen Strukturen der Anabaptisten von Münster und dem sogenannten IS-Staat in Syrien Parallelen herstellen kann. Und dazu musste ich mich zurückbegeben in das 16. Jahrhundert und mir die befremdlichen Ereignisse von Münster nochmal genauer ansehen. Und damit sind wir schon beim Funktionsprinzip der Denkreisen. Während ich neue Dinge lerne und in Erfahrung bringe, zeichne ich hier die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf. Ja, wie es der Zufall so will, ist die aktuelle Ausgabe von Spiegelgeschichte der Reformation gewidmet. Und so findet sich dort auch ein guter Artikel von Uwe Klussmann über die Apokalypse von Münster oder auch bekannt das Wiedertäuferreich von Münster. Aber ich wollte mehr Details in Erfahrung bringen und vor allem zu verstehen versuchen, wie diese Begebenheiten damals empfunden wurden. Mein Lernunterfangen führte mich durch folgende Bücher oder Texte. Da ist zuerst das kleine Büchlein von Hermann Rothart, Das Reich der Wiedertäufer zu Münster, überarbeitet von Karl-Heinz Kirchhoff. Kirchhoff darf heute vermutlich zu den größten Experten zum Thema Wiedertäuferreich von Münster gezählt werden. Helmut Larkamps Buch Das Drama der Wiedertäufer habe ich mir auch zum Gemüte geführt, aber auch zum Beispiel das Buch von Sabine Baring-Gould, Historic Oddities and Strange Events bei Band 2 aus dem Jahr 1891. Oder Berichte der Augenzeugen über das münsterische Wiedertäuferreich von C.A. Cornelius aus Die Geschichtsquellen des Bistums Münster, Band 2 von 1853. Zu empfehlen ist die exzellente Schrift von Carsten Fischer mit dem Titel Die Täufer in Münster, Recht und Verfassung einer chiliastischen Theokratie, 2004 im Forum Historiae Juris publiziert. Will Durants Buch Das Zeitalter der Reformation wurde zu Rate gezogen oder auch das Buch von Joseph Lord Die Reformation in Deutschland Band 2 mehr für den historischen Hintergrund. Dazu zählt dann auch das Buch von Wilhelm Treue Deutsche Geschichte Band 1 vom Weltbild Verlag. Bevor wir zu irgendwelchen Blutbädern und religiös motivierten Sexorgien kommen, lasse mich erstmal ein wenig ausholen. Das war doch zu erwarten. Schließlich ist dieses zeitliche Grenzgebiet zwischen Renaissance und Barock, in Deutschland wird es als die Reformationszeit bezeichnet, eine hochkomplexe Ära. Der Katholizismus des 16. Jahrhunderts war vollständig in Korruption verfangen und gerade in Deutschland konnte man zwischen Fürsten, Erzbischöfen und Großunternehmern kaum noch unterscheiden, zumeist war das ein und dieselbe Person. Es hat auch kaum jemals eine Zeit gegeben, in der die Kirche einen größeren Reformbedarf hatte als im 16. Jahrhundert. Doch die Mächtigen waren nicht bereit, sich weder von ihrer geistlichen noch von ihrer weltlichen Macht zu trennen. Natürlich muss man auch hier Nuancen sehen. Es scheint doch auch in adeligen Kreisen viel Nährboden für Kirchenkritik gegeben haben, sodass von Anfang an manch ein Landesherr den Reformationsgedanken durchaus gewogen war. Am Ende kam es für die meisten doch sehr anders. Die Reformation wurde zu einer schweren Geburt, die gut 150 Jahre gedauert hatte und die Entstehung der evangelischen Konfession wurde mit einem der größten Kriege bezahlt, den die Menschheit jemals gesehen hatte, dem schrecklichen 30-jährigen Krieg. Aber das ist eine andere Geschichte und von unseren Ereignissen hier noch fast 100 Jahre entfernt. Ein Name steht hier freilich im Mittelpunkt, Martin Luther. Seine Lehren griffen eine Kirche an, die verweltlicht, hegemonial und im weitesten Sinne monetaristisch war. Doch indem er so handelte und hierbei auch noch Erfolge verbuchte,
öffnete er eine Büchse der Pandora. Es war ein Geist des Aufbruchs und der Freiheit, der durch deutsche Fürstentümer ging. Ein ideelles Lauffeuer war ausgebrochen. Aber was ist Freiheit? Freiheit des Wortes vielleicht, Freiheit der Gedanken, Freiheit der religiösen Rituale, ein Recht auf Würde, ein Recht auf Nahrung. Hier liegt natürlich ein Problem. Luthers Angriffspunkte waren relativ konkret und standen in der Tradition der mittelalterlichen Reformer. Menschen wie Wycliffe oder Jan Hus, sie waren unmittelbar von Reformbemühungen von Zwingli beeinflusst. Luther ging es um Reformen, nicht um ein Schisma. In dieser Tragweite hatte Luther einen eng gefassten Weg, den seine Thesen beschrieben. Doch bestimmte Bevölkerungsgruppen hatten eine etwas andere Agenda. Sie hatten andere Nöte. Wie man deutlich am Beispiel der Bauernkriege zwischen 1524 und 1526 sehen konnte. Aufstände durch Bauernschaften gab es im Mittelalter immer wieder. Die Beziehung zwischen den Landesherren und jenen, die das Land bebauten, war oft reibungsvoll, denn sie beinhaltete eine Reihe an Verpflichtungen und Abgaben, welche die Grafen und die Fürsten stets versucht hatten zu steigern und zu erhöhen. Der Reformationsgeist brachte nun einen neuen Auftrieb in die ländlichen Konflikte. Hierzu zwei kurze Passagen von Wilhelm Treue. Die reformatorische Bewegung gab nun den bäuerlichen Aufständen und Forderungen, der Kritik an den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnissen, die sich unter anderem im Armen Konrad und im Bundschuh niederschlugen, einen neuen, tieferen Zusammenhang. Eben erst war die weltliche Obrigkeit angegriffen worden, da zerbrach die kirchliche. Und weiter heißt es, der Bauernkrieg, eine Summe von Einzelaktionen, vor allem in Schwaben und Franken, aber auch in Thüringen und Sachsen, erhielt in der in Augsburg gedruckten Zusammenfassung aller Beschwerden, den 12 Artikeln der Bauernschaft in Schwaben, des bibelkundigen Kirchner-Gesellen Sebastian Lotzer ein wirkungsvolles Manifest. In der ersten Phase des Krieges errangen die Bauern ohne größeres Blutvergießen erhebliche Erfolge. Dauerhaft erscheinende Abmachungen wie der Ortenauer Vertrag vom 25. Mai 1525 ließen einen baldigen Kompromiss erhoffen. Aber fast gleichzeitig nahm die Auseinandersetzung durch das zielbewusste und unnachgiebige Eingreifen der im Schwäbischen Bund organisierten Landesherren in Süddeutschland und Thüringen mit dem Blick auf Rettung und Stärkung der landesherrschaftlichen Gewalt zu Ungunsten der Bauern eine Wendung ins rein Politische. An die Stelle der zerstreuten örtlichen Einzelhandlungen des Bauernkampfes traten einheitliche Aktionen der Herren. Luther hatte sich von den Bauern abgewandt. Nun, zuerst nicht ganz so konkret. Dass die Bauern jetzt die Bibel zu Rate nahmen, begrüßte er durchaus und gab dies auch schriftlich zu. Doch sein Angriffsziel waren die Fehlentwicklungen innerhalb der Kirche. Viele der Landesherren, die sich nun im Clinch mit den Bauern befunden hatten, erachtete Luther, wenn schon nicht als Verbündete, so doch als mögliche Förderer in einem Kampf, der natürlich auch politisch war. Luther hatte nicht vor, jeden nur erdenklichen Aristokraten gegen sich aufzubringen, denn seine Zukunft war von den Landesherren abhängig. Luther war eindeutig kein revolutionärer Sozialist. Somit blieb er bei den Bauernkriegen sehr unverbindlich. Er mahnte die Fürsten, die Nöte der Bauern ernst zu nehmen, doch sein ganzes Gewicht legte er in diese Waagschale nicht. Die Sache der Bauern verwandelte sich auch zunehmend in einen Raubzug. Die bäuerlichen Truppen zogen von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt und brandschatzten und plünderten, was das Zeug hielt. Zu Luthers Entsetzen. In der Wortwahl bleibt der Theologe aus Eisleben nur noch einmal versöhnlich, doch es wird klar, dass es unmöglich sein würde, ihn für die Sache der Bauern einzuspannen. So schrieb Luther an dieser Stelle: Darum wäre mein treuer Rat, dass man aus dem Adel etlich Grafen und Herren, aus der Städten etliche Ratsherren erwählete und die Sachen liebsten freundlicherweise handeln und stillen, dass ihr Herren euren steifen Mut herunterließet, welchen ihr doch musset zuletzt lassen, ihr wollet oder wollet nicht, und kriechet ein wenig von eurer Tyrannei und Unterdrückungen, dass der arme Mann auch Luft und Raume gewinne zu leben, wiederum die Bauern sich auch weisen ließen und etlich Artikel, die zu viel und zu hoch greifen, übergeben und fahren ließen. Dass Luther nicht hinter ihnen steht, spricht sich schnell herum. Die Bauernschaft erklärt Luther zum Verräter und macht ihr eigenes Ding. Mordrufen und des Krieges Hund entfesseln, um hier mal die Worte von William Shakespeare zu benutzen. Die Bewegung wird zu einem beachtlichen Feldzug quer durch Deutschland. Blut fließt auf allen Seiten.
1525 ergreift Luther endgültig Partei der Landesherren und verfasst die wütende Schreitschrift »Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern«, in der er die Rebellen als tollwütige Hunde bezeichnet. Will Durand schreibt über diese Tage: »Es war Luthers Missgeschick, dass sein flammender Appell ungefähr zur gleichen Zeit unter das Volk gelangte, da die Abwehrmaßnahmen der Fürsten und Stände wirksam zu werden begannen, so dass deren Grausamkeit unwillkürlich, aber ungerechtfertigterweise dem Reformator angekreidet wurde. Die Zeit der Schlichtungsversuche ging nach dem ersten Jahr der Bauernkriege zu Ende. Nun schlugen auch die Fürsten mit umfänglicher Macht zurück und brachen dem gewaltsamen Aufstand das Genick.« Will Durand fasst die Verluste zusammen: »Der Bauernkrieg brachte Verluste an Gut und Blut von einem Ausmaß, das nur im Dreißigjährigen Krieg übertroffen wurde. Die Bauernschaft allein verlor 130.000 Mann, teils im Kampf, teils unter den Händen der Rächer. 10.000 Hinrichtungen fanden im Bereich der Schwäbischen Liga statt. Der Scharfrichter ihres Feldhauptmanns Truchsess rühmte sich, mit seiner geübten Hand 1200 Köpfe abgeschlagen zu haben. Die Bauern wiederum hatten hunderte von Klöstern und Burgen zerstört. Zahllose Dörfer und Kleinstädte waren ganz oder teilweise verwüstet oder durch die erpressten Lösegelder verarmt und zum Teil gänzlich entvölkert. Über 50.000 obdachlose Bauern vagabundierten auf den Landstraßen und verbargen sich in Wäldern. Die Zahl der Witwen und Waisen war Legion, aber der Wohltätigkeit fehlten Herz oder Geld oder beides.« Für unsere Geschichte ist dies bedeutsam, denn es soll zeigen, dass Luther zwar einen ideologischen Vorhang heruntergerissen hatte, doch die neuen geistigen Räume, die er damit öffnete, wurden mit allerlei Gedankengut gefüllt, das mit den Lehren von Martin Luther unvereinbar war. Und es waren nicht selten die ideologisch verwaisten Söldner, Fanatiker und irgendwelche Halsabschneider aus den Reihen der Bauerntruppen, die nun ziellos herumstreiften auf der Suche nach einer neuen Fahne, unter die sie sich stellen konnten. Und so konnten jene Prediger, die ihre ganz eigenen Ideen und Vorstellungen von einer gottgefälligen Welt hatten, durchaus darauf zählen, auch den richtigen Muskel zur Verfügung zu haben, der ihren Visionen Gewicht verleihen würde. Und das ist wörtlich zu nehmen. Wer in diesen Jahren auf die Straße ging, um für eine protestantische Idee zu streiten, hatte nicht selten manch einen Schlägertyp zur Seite. Luther und der Buchdruck hatten ermöglicht, dass nun radikale soziale Forderungen mit Bibelzitaten untermauert werden konnten. Doch die Bibel ist so ambivalent, dass beinahe jede Ideologie dort irgendeinen Anhaltspunkt findet. Und bei einigen der Unternehmungen, die nun wie Pilze aus dem Boden wuchsen, standen dem großen protestantischen Reformer Luther vermutlich die Haare zu Berge. Das geflügelte Wort von »das Kind mit dem Bade ausschütten« mag in jener Zeit entstanden sein. Beim Blick auf die Bauernkriege von 1524 bis 1526 geht mir auch etwas anderes durch den Kopf. Wir, die Menschen der modernen, abendländischen Kultur, neigen dazu, am Fernseher historische Vorgänge zu beobachten, wie zum Beispiel den arabischen Frühling, und erwarten natürlich immer eine klare und emotional nachvollziehbare Auflösung dieser Vorgänge, als würde es sich dabei um einen Hollywood-Film handeln. Eine Revolte findet statt, eine Regierung wird kritisiert und gar gestürzt, und ab nächsten Montag erwarten wir in diesem Land blühende Gärten, Prosperität und Demokratie. Die Entwicklung von Luthers Thesen über die Bauernkriege bis hin zu einem befremdlichen Phänomen wie das Täuferreich von Münster zeigen aber, dass Veränderung ohne Geburtswehen kaum möglich ist, ungeachtet dessen, wie sehr wir es uns wünschen mögen. Die Revolution in Libyen, Tunesien oder Ägypten hat natürlich ihre Bewandtnis, doch auch diese Ereignisse stellen eine geöffnete Büchse der Pandora dar, mit befreiten Vorstellungen und Ideen, die nun zum Ausdruck kommen und nicht immer im Einklang mit unseren persönlichen oder kulturellen Erwartungen sind. Und so mag es noch Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sich die ordnenden Kräfte innerhalb eines Gemeinwesens durchsetzen und etwas Neues, jedoch auch Gefestigtes entsteht. Wenn man Glück hat. Auf ein gutes Ende kann man sich historisch leider nie verlassen. Dieses Abschweifen soll helfen zu verstehen, welche Unruhe da in Europa um 1530 geherrscht hatte. Das vorhandene Chaos war ein fruchtbarer Boden für allerlei neue, ungezügelte Ideen, und das bringt uns endlich an den Anfang unserer Geschichte. Doch dazu das nächste Mal. Dann wird es allerdings zwielichtig.
Also erstmal danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wie bereits an anderer Stelle gesagt, du lernst, während ich lerne. Ich bin kein Historiker, ich bin ein Büchermensch. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass der Akt der Weitergabe von Dingen, die man lernt, dazu beitragen kann, eine bessere Klarheit über den betreffenden Sachverhalt zu gewinnen, da man gezwungen ist, die Gedanken zu vertiefen, zu strukturieren und zu festigen. Was ich hier tue, ist somit auch ein wenig eigennützig. Wenn du über die Fortsetzung dieser Reihe benachrichtigt werden willst, dann klicke auf das Submit-Button unter dem Bild. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich dann weiß, dass sich das hier überhaupt jemand ansieht. Damit wie gewohnt, sei neugierig, lies Bücher und lasse dich nicht polarisieren.